Wiesbaden, 20. Mai 1965, 15 Uhr. Ein großer Tag wird in der hessischen Landeshauptstadt vorbereitet. Königin Elisabeth II. Von England und Prinz Philipp, Herzog von Edinburg, werden während ihres Staatsbesuches in der Bundesrepublik auch Wiesbaden einen Besuch abstatten. Während die Spannung unter den Wartenden ihren Höhepunkt erreicht, hat der Sonderzug der königlichen Gäste die hessische Landesgrenze schon passiert. Am Rhein entlang, vorbei an den schönsten Landschaften, die das Rheintal zu bieten hat, vorbei an der ehrwürdigen Burgruine Ehrenfels, vorbei an Weindörfern und Kurorten, vorbei am Niederwalddenkmal, vorbei an fahnengeschmückten Schiffen, donnert der Sonderzug der Landeshauptstadt entgegen. 56 Jahre sind vergangen, seit zum letzten Mal ein britischer Staatsbesuch die Bindungen zwischen Deutschland und Großbritannien unterstrich. Heute beginnt nach Jahren unseliger Auseinandersetzungen ein neuer Abschnitt in der gemeinsamen Geschichte der beiden Völker. 16 Uhr. Der Sonderzug gleitet in den Hauptbahnhof von Wiesbaden. Und wenige Augenblicke später begrüßen der hessische Ministerpräsident Dr. Georg August Zinn und seine Gattin Dr. Christa Zinn die königlichen Gäste auf dem festlich geschmückten Bahnsteig. Schon hier drängen sich die ersten Wiesbadener, um die britische Königin zu sehen, die an der Seite des hessischen Ministerpräsidenten über den 300 Meter langen roten Teppich zum Bahnhofsvorplatz geleitet wird. God save the Queen, Gott schütze die Königin, die englische Nationalhymne grüßt die hohen Besucher. Und dann werden die Wagen vorgefahren, in denen die königlichen Gäste ihren Weg durch die mit Fahnen und Blumen bunt geschmückte Landeshauptstadt nehmen sollen. Wiesbaden hat in diesen kühlen und regnerischen Maitagen Glück mit dem Wetter. Die Königin kann einen offenen Wagen benutzen und die Zehntausende, die schon seit Stunden am Straßenrand warten, brauchen nicht enttäuscht zu werden. Im ersten Wagen haben die Königin und der Ministerpräsident Platz genommen, im zweiten Wagen folgen Frau Zinn und Prinz Philipp. Und dann beginnt unter dem Jubel der Wiesbadener Bevölkerung die Fahrt zum Hessischen Landtag, der ersten Station des Besuches in der Kurstadt, in der seit beinahe 20 Jahren über die Geschicke des Landes Hessen entschieden wird. Überall werden die schwarz-rot-goldenen Fahnen der Bundesrepublik zusammen mit dem britischen Union Jack geschwenkt. Und als die Wagenkolonne schließlich vor dem Landtag ankommt, hat die Begeisterung ihren Höhepunkt erreicht.
vor den Stufen des hessischen Parlaments begrüßt Landtagspräsident Fuchs die königlichen Gäste. Und ehe die Königin im Eingang verschwindet, winkt sie noch einmal freundlich denen zu, die ihr diesen herzlichen Empfang bereitet haben. 33 Stufen führen hinauf in den Kuppelsaal, in dem ein prächtiges Blumenarrangement in den britischen Farben zu Ehren der Monarchin ausgebreitet ist. Flankiert von Ministerpräsident Zinn und Landtagspräsident Fuchs betritt Elisabeth II. Das Foyer, wo sie vom hessischen Kabinett erwartet wird. Aber zunächst begrüßt Hessens Ministerpräsident Georg August Zinn die Königin und den Herzog von Edinburgh. Majestät, Künftige Hoheit, Exzellenzen, meine Damen und Herren, es ist für mich als Staats- und Regierungschef von Hessen eine besondere Ehre, Euren Majestäten in diesem traditionsreichen Saal im Namen des Hausherrn, des Hessischen Landtags und im Namen der Hessischen Landesregierung begrüßen zu können. Die Herzlichkeit, mit der Eure Majestät nicht nur in Hessen, sondern überall in der Bundesrepublik, wohin Sie Ihre Reise führt, begrüßt werden, gilt der britischen Königin, die in einer Zeit großer weltpolitischer Spannungen und Umwälzungen überlegen die Pflichten des Souveräns erfüllt. Diese Herzlichkeit gilt auch der britischen Königin, deren persönliche Ausstrahlung und menschliche Aufgeschlossenheit mit Recht gerühmt wird. So ist mein herzlicher Willkommensgruß im Namen der hessischen Bevölkerung zugleich auch ein herzlicher Dank an Euer Majestät. I am very grateful, Mr. Minister President, to you, your government, and the people of Land Hessen for the welcome you have accorded me in this most elegant city. Ich bin Ihnen, Herr Ministerpräsident, Ihrer Regierung und der Bevölkerung des Landes Hessen sehr dankbar für den Willkommen, den Sie mir in dieser sehr eleganten Stadt entboten haben. Wiesbaden verdient sehr wohl den Ruf, den es seit langer Zeit als eine der größten Kurstädte Europas besitzt. Die Geschichte Ihres Landes weist viele Verbindungen mit dem Vereinigten Königreich und mit meiner eigenen Familie auf. Ich glaube sogar, dass mein Urgroßvater einer der regelmäßigsten Besucher der hessischen Bäder war. Die heute zwischen uns bestehenden Verbindungen sind noch umfassender. Mit großer Freude habe ich von dem regen kulturellen und pädagogischen Austausch und den Städtepartnerschaften zwischen diesem Land und Großbritannien erfahren. Die in Hessen im Erziehungswesen eingeführten Neuerungen und der in der Städteplanung erzielte Fortschritt sind in Großbritannien auf großes Interesse gestoßen. Die englisch-deutsche Geschäftsbeziehung ist ebenfalls eng und fruchtbar. Nicht weit von hier in Frankfurt im finanziellen Zentrum Deutschlands gibt es eine beträchtliche Kolonie britischer Geschäftsleute. Sie sind dort, weil es für uns und für Sie wichtig ist, dass sich unsere finanzielle und wirtschaftliche Entwicklung nicht isoliert, sondern in enger Harmonie vollzieht. Herr Ministerpräsident, ich bin sehr erfreut, heute als Ihr Gast hier weilen zu dürfen. Ich danke Ihnen und überbringe allen Bewohnern des Landes Hessens herzliche Grüße und gute Wünsche aus meinem Land. It gives me great happiness, Mr. Minister President, to be here today as your guest. I thank you and I bring to everyone in Land Hessen warm greetings and good wishes from my country. Und dann stellt der Ministerpräsident der Königin sein Kabinett vor. Innenminister Heinrich Schneider. Finanzminister Albert Oswald. Justizminister Dr. Lauritz Lauritzen. Wirtschaftsminister Rudi Arndt. Sozialminister Heinrich Hemsart. Und Landwirtschaftsminister Gustav Hacker. Auch die Vizepräsidenten des Hessischen Landtags, Jansen, Mix und Walter,
werden der Monarchin vorgestellt. Viele Hände hat Elisabeth II. An diesem Tag zu drücken und immer wieder finden sie und Prinz Philipp ein freundlich interessiertes Wort, eine persönliche Frage, die das Zeremoniell auflockern. Und dann breitet Wiesbadens Oberbürgermeister Buch das Prunkstück der Stadt vor den Gästen aus, das goldene Buch, in das sich seit 1901 alle hohen Gäste der Kurstadt eingetragen haben. Anschließend werden Geschenke ausgetauscht. Hessens Ministerpräsident hat für die britische Königin eine besondere Überraschung bereit. Eine aus einem kostbaren, 2 Kilo schweren Stück Elfenbein geschnitzte Figur des heiligen Georg, die in Erbach im Odenwald, dem Zentrum der hessischen Elfenbeinschnitzerei, unter den Händen eines erfahrenen Meisters entstanden ist. Die Elfenbeinschnitzerei im Odenwald, einst von einem Fürsten ins Leben gerufen, genießt auch heute noch die besondere Förderung der Landesregierung. Königin Elisabeth, die als die reichste Frau der Welt gilt, hat sich über diese Gabe besonders gefreut. Zwei wertvolle Fotoapparate aus hessischen Werken und eine künstlerisch gestaltete Silberschale werden künftig im Londoner Buckingham-Palast die Königin und den Prinzen an den Besuch in Wiesbaden erinnern. Als die Königin und der Ministerpräsident wieder vor den Landtag treten, braust erneut der Jubel auf. ...3000 Polizeibeamte sind aufgeboten worden, um den Weg zu sichern, den die Wagenkolonne durch die Stadt nimmt. Das nächste Ziel ist das Kurhaus, wo die hessische Landesregierung einen Empfang zu Ehren der hohen Gäste vorbereitet hat. Und während die Kolonne durch die Stadt fährt, wollen wir einen Blick auf Schloss Wolfsgarten werfen, wo die königlichen Gäste am Abend mit ihren Verwandten, dem Prinzen von Hessen und bei Rhein und seiner Gemahlin zusammentreffen werden. Viele verwandtschaftliche Bande bestehen auch heute noch zwischen dem englischen Königshaus und dem hessischen Adel. In dieser Kirche in Darmstadt sind 1903 die Eltern von Prinz Philipp getraut worden. Und das ist Schloss Heiligenberg an der Bergstraße, der Stammsitz der Battenberger, von denen die Mountbattens, die Familie des Herzog von Edinburgh, abstammen. Inzwischen hat die Wagenkolonne das repräsentative Kurhaus in Wiesbaden erreicht. Auch hier drängen sich die Menschen, um das große Ereignis aus nächster Nähe miterleben zu können. Drinnen im großen Saal haben die von der hessischen Landesregierung geladenen Gäste Aufstellung genommen. 31 von ihnen werden stellvertretend für alle vorgestellt und immer wieder von der Königin und Prinz Philipp ins Gespräch gezogen. Hier sind sie alle versammelt, die in Hessen in hervorragenden Stellungen Staat und Wirtschaft, Kirche und kulturelles Leben, Arbeitnehmer und Arbeitgeber repräsentieren. Die Damen in ihren schönsten Kleidern, die Herren in seriösen Schwarz oder in Uniform bilden einen prächtigen Rahmen für den großen Empfang der Landesregierung.
und Beobachter, die auf allen Stationen die königlichen Gäste während ihres Deutschlandbesuches begleiteten, meinten übereinstimmend, dass es wohl an keiner anderen Stelle einen Empfang von solch herzlicher und persönlicher Atmosphäre gegeben habe wie im Kurhaus von Wiesbaden. Zur gleichen Stunde herrscht im Pressezentrum in der Brunnenkolonnade Hochbetrieb. Hunderte von Journalisten, Reportern und Bildberichtern schicken aus Wiesbaden ihre Berichte in alle Welt. Der Besuch der britischen Königin in Wiesbaden geht zu Ende. Ein letzter Abschied von Ministerpräsident Zinn. Ein letztes Winken hinüber zu den unermüdlich wartenden Menschen. Dann bleibt nur noch die Erinnerung an einen großen Tag, an einen großen Erfolg für die königlichen Gäste, für Wiesbaden, für unser Land. Musik.